Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West hier auf meinem YouTube-Kanal. Na, immer noch in Las Vegas, diesmal allerdings ja, unter Wasser. Immer noch in dem, ja was war es, ein Casino wahrscheinlich von Stanley Chan. So habe ich das zumindest bis jetzt verstanden aus den ganzen aus den Protokollen, die wir gefunden haben. Und irgendwie müssen wir hier einen Weg zu Poseidon finden. Und zwar möglichst an dieser Maschine da vorbei. Weil die macht uns alle, würde ich einfach mal behaupten. So, aber dadurch, dass hier eine fette Strömung ist. Ich sollte umkehren. Die Strömung hier ist zu stark. Ne? Komme ich hier nicht weiter. So, und da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage. Wie geht's denn weiter? So, was ist da? Eine alte Vorratstruhe. Ich würde sagen, ich versuche erstmal dahin zu kommen. Weil wenn die schon mal da ist, muss man sie ja theoretisch auch erreichen können, ne? Oder nicht? Oder zumindest irgendwie hier. Oder auch nicht. Ne, keine Chance. Vor allem, jetzt hänge ich hier irgendwie fest, oder was ist das? Aha. Alter! So, keine Chance, da hinzukommen auf gut Deutsch. Gut, dann würde ich sagen, ich sehe mich mal weiter um und auch mal gucken, was ich hier finde. Okay, finde das rote Licht. Das da? Ich hoffe es. Gucken wir mal, da schwimmen wir doch mal hin. Würde ich sagen, ne? Grazil wie ein Delfin oder was auch immer. Da. Rotes Licht. Okay. Wir nähern uns. Warnung. Kritische Überflutung erkannt. Automatische Ablaufsteuerung offline. Das ganze Wasser große Maschine automatische Ablaufsteuerung offline. Anscheinend um einen Unfall ablassen auszuführen, müssen die Primär- und Sekundärpumpen manuell zurückgesetzt werden. Das Ablassen kann in der Pumpenwartungsstation ausgelöst werden. Wenn ich das ganze Wasser ablasse, kann ich diese große Maschine auf trockenem Boden bekämpfen. Anscheinend muss ich zuerst ein paar Pumpenknoten zurücksetzen. Okay. Danach sollte südlich von hier ein Zugriffspunkt für den ersten Knoten sein. Moment, kann ich da unten durch? Nee, ne? Nee. Okay. So, südlich da. Na toll, die hatte ich mir auch schon drüber umgesehen. Hier sind einmal so ein mechanisches Krokodil und ein paar Gräber unter Wasser da. Mehr Maschinen hier unten. Ich muss in Deckung um sie herumschwimmen. Das ist vollkommen richtig. Sollte mich zum Pumpenknoten führen. What? Es muss hier unten ein ganzes Netzwerk dieser Tunnel geben. Wasserleitungen für eine ganze Stadt. Okay. So, Moment. Das einmal kurz einsammeln. Dann hier lang. Gehe mal stark von aus, weil es der einzige Weg ist. Ich komme von hier nicht an den Vorsprung. Vielleicht kann ich irgendwie rausklettern. Moment, was ist hier? Naja, hier ist auch sowas wie eine Leiter. Na, das hält mich wach. Na, guck. Okay, Moment. Oh, hier ist was zum kaputt machen. Immer wieder gerne. Und zurück. So. Was ist dahinter, ist die Frage. Eine alte Truhe für Wertgegenstände und, na gut, die heilenden Pilze. Supi. So, hier, Ventil öffnen. So, ein Knoten weniger.
Ich schwimme besser hoch und finde den Zugriffspunkt für den zweiten Knoten. Mhm. Okay. Muss ich aber mal kurz. Kam ich von hier, ja, ne? Müsste ich eigentlich. Jo. Ist klar, Moment, dann. Von da oben bin ich gekommen, so. Ich dachte eben, da wartet eine Maschine, ey. Der Karte nach sollte der Knoten auf der anderen Seite der Kuppel sein. Ui! Okay. Dann, Moment, da. Da ist das fette Vieh. Aber wir müssen irgendwo so zwei kleine Gräber rumlungern. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. So. Schwimmen. Da ist einer. Oh. Dumm. Ja, moin. Jui. Okay, den will ich nicht im Wasser bekämpfen. Oh, weiter zum nächsten Schilf. Oder Seetang. Jetzt da vorne ist der nächste. So, wo ist hier der Gräber? Oder das Krokodil? Keine Ahnung. Hier, da ist ein Datenpunkt. Nachrichtenprotokoll. P. Collins. Das hier ist das Land der Freiheit. Wie können wir frei sein, wenn wir nicht mal unsere eigenen Autos fahren dürfen? Als die Anwalt musste ich sie daran erinnern, dass das Entfernen der autonomen Fahrvorrichtung dazu führen kann, dass... Hä? Ein schönes in seinem Original, das heißt keine Roboter. Aha. Es geht darum, diese Autos in seinen Originalen. Ja, bla. Tolle Nachricht. Danke auch dafür. Ah, das könnte der sein. Junge, da schwimmt der gerade in dem Moment vorbei. Okay, du schwimmst jetzt nach da, drehst dich dann da einmal um. Na, ganz toll. Na gut, dann lassen wir den erstmal kurz vorbeischwimmen. Gut, das Vieh ist weg. Dann schauen wir mal. Noch ein Zugriffspunkt. Sollte mich zum zweiten Knoten bringen. Okay, ab dafür. Tempo! Gut. Hier durch. Okay, und wo komme ich hier an Land? Da ist eine Leiter. Jetzt lass sie nicht so lange bitten. So. Okay, oh, was ist hier? Audio-Datenpunkt. Schalt einfach den zweiten Knoten ab. Kein Wasser mehr für die Brunnen, keine Shows mehr. Es hat sie ohnehin niemand gewürdigt. Ich werde nie die große Neueröffnung der Stadt vergessen. Die Brunnen waren seit Jahren trocken. Niemand hat erwartet, dass sie wieder laufen. Als die erste Fontäne in der Kuppel zu sehen war, und dazu die Musik, feierte mein Herz mit. Diese Stadt hat mir mal meine zweite Chance gegeben. Jetzt hatte sie auch eine. Die Kuppeln, das Wasser.
Er war für alles verantwortlich. Das ist korrekt. Ah. Okay. Ich habe mich um beide Knoten gekümmert. Jetzt muss ich nur das Notfallablassen in der Wartungsstation auslösen. Aha. So geht's hier runter. Verdammt. Haben sie mich genatzt. Gut. Okay, dann ab dafür. Da war der Ausgang. Der Karte nach sollte die Wartungsstation am südlichsten Ende der Kuppel sein. Mhm. Na gut, dann schwimmen wir da gleich mal hin. Oh, was macht denn das fette Vieh jetzt hier, ey? Oh. Okay. Finde einen Eingang zu der Pumpenwartungsstation. Na. Schauen wir doch mal. Anscheinend ist dieses Gebäude zum Teil eingestürzt. Da komme ich vielleicht rein. Hä? Wie denn das? Oh, Moment, hier ist ja eine Tür. Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. Ich muss eine Konsole für das Notfallablassen finden. Okay, wenn Aloy sagt, das ist die Station, das mag durchaus sein. Ich weiß es nicht. Gut, komm. Kein Platz. Was kommt in mein Vorrat? Ist recht. So. Upsala. Was ist hier? Also Heilpilze. So, hier lang. So. Sieht vielversprechend aus. Hier drin sollte eine Konsole sein. Aha. Na, hoffen wir es mal. So, was haben wir hier? Ein Audiopunkt. Systemabschaltung fast erledigt. Jetzt muss ich in der Schaltstelle nur noch alles abschalten. Das war's dann wohl. Ein letzter Gang über den Strip. Und dann gehen die Lichter aus. Zumindest sehe ich nicht, wie es zerstört wird. So. Die Odyssee ist sicher schon auf dem Weg zum Sirius, wenn der Schwarm hier ist. Doch. Wird meine letzte Erinnerung an diesen Ort leer sein. Eine Stadt, die bereits tot war. Stanley Chenba. Einer von ihnen. Ein Sine. Aber er hat so viel für diesen Ort getan. Er klingt nicht wie die anderen. Hm. So, und aktivieren. Geschafft! Jetzt ja, kann geil. Ich die Maschine kümmern, die Tür am anderen Ende der Kuppel bewacht. Ja, supi. Sobald ich an der vorbei bin, komme ich. Habe ich richtig Bock drauf. Auf der anderen Seite der Tür erwartet. Poseidon. Das Ablassen hat wohl nicht alles Wasser entfernt. Hm. Naja, aber das meiste. So. Moment. Hier geht's raus. Uiuiui. Okay, Stanley Chen war also auch einer von den Farsines. Ja, wer weiß, vielleicht treffen wir den ja sogar hier noch. Bäh.
Verdammt, voll gegen die Tür geschwommen. Moment mal, bin ich hier überhaupt richtig? Doch. Ja, da. Da, okay. Mhm. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann, ja, machen wir uns mal auf den Weg zur fetten Maschine, ne? Würde ich sagen. Davor sind hier irgendwo. Er hat diese Maschinen zurückgelassen. Ich kann mich ranschleichen und mir zuerst die Große vornehmen. Ja, oder ich mach's einfach Tabula Rasa. Aue! Aue! So. Schwach gegen Feuer, na dann. Au! Voll erwischt, du Sack. Hab dich! Ha! Oh, keine Muni mehr, shit! Aua! Mann, wieso weicht Aloy denn nicht aus? Nö, 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 nö. Komm mal her hier, kleiner Gräber-Bastard. So. Aue! Oh shit! Ausweichen! Oh Mann, dass der mich auch immer erwischt, ey. So, Feierabend. Oh, jetzt müssen wir Pfeile herstellen hier. Uiuiui. Drecksviecher. Oh, den Vorrat füllen wir mal kurz auf. Gräberklanghülse, Gräberverfolgungsspürer. In der Nähe. Achso, okay. Hm. Ah, hier ist noch der Gräber. Das, was von ihm über ist. Pilze. Gut, dann jetzt aber auf zu der fetten Maschine. Okay, Poseidon ist dort entlang. Aber wo ist die Maschine? Aloy, welch ein Wunder! Hast du das? Hast du das Wasser gesehen? Ja, aber es gibt ein neues Problem. Das Ding ist uns im Weg. Wow. Ja, es wird schwierig werden, so an die Glimmer zu kommen. Als die rauflustigen Abenteurer die Bestie sahen, wussten sie, was zu tun war. Was? Bist du verrückt? Sei still. Sie hat uns gerettet. Also gut. Bleibt hier und feuert, wenn ich angreife. Hm.
Oh, verdammt. Das wird ja lustig. Blutschlitzer. Schwach gegen Eis. Na, immerhin. Und Eis kann ich wenigstens dienen. Nein! Wie kann man das viel verfehlen, frage ich mich. Mann. Okay. Ich hänge! Ah, verdammt! Was ist denn das? Moment, wo ist mein Eisgedöns? Alter, der hat Wasserwerfer! Leck mich! Oh shit! Oh, Alter! Das ist nicht lustig. Hier, Eis. Schockfrosten. Nein, falsche Pfeile. Oh, leck mich. Steh auf, Aloy. Muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich will das Ding da oben treffen. Genau das. Ja. Eins weniger. Sehr schön. Oh, ho, ho, ho. Hallöchen, Freunde. Hallo, ich will den plündern. Hei, ei, 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 ei. Na los, meine Herren, etwas Bewegung. Okay, Moment, erstmal aufmunitionieren hier, hä? Und das, sehr schön. Hä? Ach, da sind sie. Hui, 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 hui. So, Leute. Alle Klärchen. Geht es euch gut? Mehr als nur gut. Das... Du... Wir haben's geschafft! All die Glimmer, die wir uns nur wünschen konnten. Und das alles dank dir. Wirklich... rührend. Aber wir können uns einfach... Also, schnappen, wofür wir hier sind und abhauen, bevor noch mehr von den Dingern auftauchen. Hey, hey, Scherbenzähler. Man wird sich wohl noch freuen dürfen. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu erledigen, nicht wahr? Oh, stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Ab hier komme ich alleine klar. In Ordnung. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Ruf, wenn du uns brauchst. Danke. Poseidon, ich komme. Geil, gibt's jetzt echt schon die nächste Unterfunktion? Das wäre natürlich Premium, würde ich sagen, ne? Also, oh. Ich sehe gerade hier die Latüchte, die ist ein bisschen, die macht ein bisschen sehr viel hell. Okay. Ja, erstmal nur ein langer Gang. Da geht's nicht lang. Hier, runter, natürlich. Okay.
Poseidon sollte sich in einer Art Prozessor verstecken. Ich brauche eine Konsole, um Zugriff zu erhalten. Naja, oh halt, was ist da? Ein Audiopunkt. Ich kann es nicht. Ich kann diesen Ort nicht aufgeben. Ich lasse alles auf Standby. Das System kann Jahrzehnte laufen, vielleicht sogar Jahrhunderte. Es ist mehr als unwahrscheinlich. Doch vielleicht wird eines Tages jemand diesen Ort wiederfinden und sein Licht und seine Wunder bestaunen, seinen Reichtum und grenzenlose Möglichkeiten entdecken, ihn zu seinem eigenen Traum machen. Letztendlich, wenn diese Stadt mir eine zweite Chance geben, wenn Wasser in einer Wüste fließen kann, ist alles möglich. Er hat recht. Und was ist hier? Noch ein Textprotokoll. Im Klimaanlagencode versteckt, also muss sie jemand über ein Thermostat-Interface eingefügt haben. Eigentlich ziemlich witzig. Kennst du diese Holo-Werbung für die Höhlenmänner-Revue im Wodka? Naja, ihre Lendenschurze sind verschwunden. Das lief fast eine Stunde, bevor wir es abgeschaltet haben. Aber Spaß beiseite, das darf nicht nochmal passieren. Ich habe die Umwelt- und Holo-Systeme geprüft, sie scheinen in Ordnung zu sein. Sieh dir in deiner Schicht doch mal den Wasser- und Filtrierungscode an. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren kann, wenn diese Systeme beschädigt sind. Das wäre viel schlimmer als ein paar nackte Neandertaler auf dem Strip. Ja, wenn er meint. Hey. So, Poseidon. Zeit, um nach Hause zu kommen. Ich will dich nach Hause bringen, Poseidon. Zu Gaia. Ja. Mutter. Wasser. Nun zu ihr zurück. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Poseidon-Unterfunktion wieder her. Cool. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Nice. Ich bin ja mal gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so in Anführungszeichen einfach war. System-Neustart eingeleitet. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem neu gestartet. Aha. Okay, was auch immer das heißt. Morland und seine Crew sind bestimmt wieder... Mit allen Glimmern, die sie tragen können, wette ich. Okay. Das sieht schon ein bisschen geil aus. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, wenn das noch alles komplett wäre. Eieiei. Ja, von wegen nur ein Casino. Ich weiß gar nicht, was das hier war. Es war ein... so eine komplette Stadt nicht, aber ein Teil von Las Vegas scheint das gewesen zu sein, komplett. Na gut, machen wir uns mal auf den Weg nach oben, ne? Ein Aufzug. Morland muss ihn vor der Überflutung gebaut haben. Geht vielleicht doch. Wäre schön, nicht klettern zu müssen. Na, dann probieren wir den doch direkt mal, ne? Ja, nice. Der funktioniert ja echt. Leck mich in der Tasche. So. Okay, gleich halt. Sehr schön. Okay, kletter an die Oberfläche. Verlasse die Ruine. Okay, Moment. Schön. Es hat die ganze Stadt zum Laufen gebracht. Die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt. Und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern, zu Tränen gerührt. Als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy.
Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich hab mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspiele. Da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Lebt wohl, meine Herren. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir. Wenn Morland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber zuerst sollte ich das Osserim-Lager suchen und nach Talana sehen. Mit meiner neuen Tauchermaske sollte ich so tief runter können, wie ich will. Sobald ich einen Ort mit mehr Wasser finde. Nice. Finde ich gut. Aber das gibt's auch erst alles in der nächsten Folge. Jetzt ist erstmal wieder Feierabend. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert danach die Glocke so rum, damit YouTube euch auch Benachrichtigungen anzeigt. Mit Horizon Forbidden West geht es morgen um 18 Uhr weiter und morgen um 14 Uhr müsste noch eine neue Folge Shadow of the Tomb Raider kommen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und um 16 Uhr eine neue Folge Assassin's Creed Valhalla. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.